Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baldur's Gate Teil 1. Wir wollen mal eine Sache probieren. Was passiert jetzt, wenn wir versuchen, das aufzumachen? Geht nicht. Dafür ist aber hier dieser zweite Dings... ist der hier verschwunden? Nee, er wird noch nicht mehr angezeigt, aber er ist noch da. Alles klar. Okay. Was passiert, wenn wir jetzt mit denen nochmal reden? Ja, dann sagt er das immer nur. Okay, das heißt, dieses Rätsel hier müssen wir wahrscheinlich woanders lösen. Schätze ich mal. Lasst uns doch erst einmal hier lang gehen, hätte ich gesagt. Nochmal eine Geisterspinne. Oh. Und beinahe vergessen. Vielleicht erstmal mit dir die Lage sondieren. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Oh, ein paar Pfeiler, okay. Da scheint kein Dings drin zu sein. Ein Buch, die Geschichte des... was war das? Die Geschichte von Gondegal, den verschwundenen König. Okay. Wie auch immer. Das sind wirklich so gut wie alles mit Fallen versehen. Das ist schon ziemlich krass. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Moment. Die Kugel bekommst du, das hier auch. Nur dein Inventar ist voll. Was ist denn das für eine Kugel? Eine Kugel plus eins. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, das Identifizieren geht leider auch nicht. Ja, okay. Dann geben wir es dir mal. Genauso wie das, die Tränke hier und das hier kommt da rein. Weißender Pfeil, Säurepfeile können wir stapeln. Weißender Pfeil können wir auch stapeln. Perfekt. So. Da war noch irgendwie was. Da war noch, was sind das? Bolzen sind das noch, okay. Naja, gut. Jetzt nicht so die Welt. Du bist ja, ich hab genug davon. Not a problem. Ein Zauberdoppelgänger? Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wo rennt ihr denn eigentlich jetzt hin die ganze Zeit wieder? So, nur noch einer. Das müsste dann auch der richtige sein. Okay, perfekt. Und das hier noch? Das ist das hier, schwarzer Opal. Okay, sehr schön. Wie lautet Ihr Befehl? Aber wie es aussieht, scheinen wir hier in einer Sackgasse zu sein. Also da scheint es nicht groß weiterzugehen. Alles klar, dann können wir das X schon mal rauslöschen. Da haben wir natürlich noch ein weiteres X drinnen. So. Alles klar. Mich kümmert's nicht. Okay, dann... Denn ich verschwinde jetzt. Schauen wir mal. Was haben wir denn da Schönes? Schädel? Was? Metallkugel.
Gongschläge sein. Ich glaube, das könnte vielleicht eine Questgegenstand sein. Könnte jedenfalls. Weil Dings war das ja jetzt nicht. Nehmen wir mal mit. Okay, und ich glaube, das war's. Alles klar. Moment. Diese Kugel dürfte relativ... Ah, es geht eigentlich. Gewicht 2, okay. Das ist nicht wirklich viel. Could you pick it up for me? Ja, ich glaube, in der Pause müsste ich langsam auch mal... verkauft werden. Müsste ich auch mal langsam mal ans Inventar gehen, aber das mache ich dann in der Pause mal. Das mache ich dann in der Pause. Das Micromanagement. So rum. So. Okay, dann hätte ich vorgeschlagen, gehen wir mal hier lang. Keine Falle? Denn ich verschwinde jetzt. Ja, okay, hier eine Falle. Da ist doch bestimmt auch eine Falle, oder? Säurepfeile, Gegengift, Tränke. Das da wollen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Station, naja. Need me? Yep. Wusste ich's doch, dass da bestimmt auch noch Fallen sind. Erst nochmal. Tränke hierher. Ist voll. Moment. Tränke. Behälter ist leider auch voll. Habe ich leider auch mich nicht drum gekümmert. Okay. Die Schriftrollen kriegst du mal. Den Trank wollten wir, glaube ich, eh behalten. Das ist eh einer für dich. Säurepfeil können wir da wieder stapeln. Moment, was ist das hier? Das war Pfeil plus 1. Dann können wir die hier nochmal komplett drauflegen. Pfeil plus so. Feuerpfeil können wir drauflegen. So, haben wir wieder ein bisschen Platz. Gut. Badam, badam. War da noch was drin? Ja, die zwei Sachen wollten wir mitnehmen. Was ist das hier? Wahrnehmungstrank nehmen wir auch mal mit. So, jetzt ist die Frage, erst nach hier oder nach da unten? Das da könnte vielleicht, wenn das hier ein Raum ist, er könnte vielleicht eine Verbindung hiermit haben. Vielleicht. Okay, das hier ist auf jeden Fall nur ein einzelner Raum. Alles klar, sehr schön. Eine Schleuder. Ist zwar keine Schleuder plus 1, aber kommt auch mal mit. So. Die Schleuder kriegst nämlich... bist du voll? Nee, ach, du bist zu weit weg wahrscheinlich. Mano. Also nochmal den Säurepfeil. Nochmal den... Ah, nee, das mal war ein Eispfeil. Das ist ein Bolzen. Kugel plus 1. Bolzen plus 1. Den wollte ich doch gar nicht mitnehmen. Wann habe ich denn den eingesteckt? Den Wurfpfeil lass mal, glaube ich, mal weg. So. Pfeil plus 1. Kommt hier wieder mit drauf. So, gut. Dann bekommst du mal die Schleuder in die Hand. Oh, Kugel plus 2 haben wir da noch. Moment. Dann bekommst du auf jeden Fall diese Kugeln hier. Vielleicht auch die hier.
ins Ding rein. Du darfst nochmal deine Dinger hier aufrüsten. Die Kugel plus 1 bekommst du dann auch noch mit rein. So. Das war auch noch Kugel plus 1, gell? Ja, das war auch noch Kugel plus 1. Die kommen auch nochmal mit rein. Alles klar. Achso, ich bin im Falschen. Hey, so rum. Okay, lass den mal kommen. Ich will nämlich nicht da erst reingehen und dann vielleicht noch Fallen triggern oder wie auch immer. Alle mal kommen lassen. Einfach mal kommen lassen. Du aber vielleicht nicht dastehen und du vielleicht auch nicht unbedingt dastehen. Nein, nicht da hinten reinlaufen. Die kommen lassen. Einfach vorbeikommen lassen. Die kommen schon von ganz alleine. Da ist nochmal einer. Die hören ja, das hört ja gar nicht mehr auf. Das hört ja gar nicht mehr auf. Okay. Need me? Du bist ja ein komischer Kauz. Alles klar. Dann schauen wir mal. Gibt's hier Fallen? Das X kann übrigens auch weg. So. Dann waren wir hier schon, hier schon. Ja, das sieht doch soweit gar nicht so schlecht aus. Was haben wir da drin? Oha. Bolzen. Heiltränke, ziemlich viele. Die Dinger lassen wir jetzt da liegen. Die geben auch nicht so viel Geld, glaube ich. Vor allem bringt es ja auch nicht wirklich. Okay. Aber da habe ich, glaube ich, da habe ich mich, glaube ich, nicht geirrt. Oh Mann, habe ich mich jetzt erschreckt. Okay, da war also auch noch eine Falle. Na gut. Alles klar, das heißt, das X kann ich auch rauslöschen. Da ist auch nichts mehr. Das heißt, wir haben noch da was und da unten hatten wir, glaube ich, noch was. Boah, habe ich mich jetzt gerade erschreckt. Das sieht aus, wie wenn es hier Fallen gäbe. Tell me. Yep. Mich kümmert's nicht. Mich fragt mich auch, was das mit diesen vier Rätseln da zu tun hat jetzt. Müssen wir die hier irgendwo anders lösen? Also, ich glaube ja, da kommen wir runter. Das heißt, wir müssen diese Rätsel lösen, die wir hier irgendwie finden. Ich hab genug davon. Nix. Hey, fine and dandy. Weil ich glaube, sonst kommt man nicht aus diesem Gebäude, aus diesem Gewölbe hier raus. Oder besser gesagt, auf die nächste Ebene. Wusste ich doch, dass es hier hundertprozentig irgendwelche Fallen geben wird. Was wollt ihr? Okay. Denn ich verschwinde jetzt. Ob es da noch mehr gibt? Das sieht aus, als ob es da wieder eine Geheimtür geben könnte. Need me? Gotcha. Oder ist es eine Sackgasse? Ja? Nein, ist es nicht. Ich hab genug davon. Ist es nicht. Vielleicht kommen wir von dahin auch irgendwie wieder hier raus. Na, schauen wir mal. Keine Falle? Aber Zombies. Meine Klinge wird euch zurecht.
Ey, was ist mit den anderen? Fliehen die etwa? Okay, also die Gegner hier sind relativ einfach. Gut. Das sieht aus, wie wenn es wieder eine Kreuzung wäre. Ich hab genug davon. Und das ist vielleicht wieder so ein kleiner Raum. Können wir da irgendwie was machen? Nee. Wir haben nur das Ding hier. Mal schauen, ob das eine Falle ist oder nicht. Sieht nicht danach aus. Heiltränke. Okay, die müssen wir jetzt mal ein bisschen auf... 22 Heiltränke. Du hast 10, du hast 7, dann kriegst du... Moment mal, wie kann ich ihn hier nochmal aufteilen? Keine Ahnung mehr, wie ich aufteilen konnte. Ja, die Kugeln kriegst auf jeden Fall du hier, genau. Dann bist du auch wieder relativ voll. Wie konnte ich nochmal aufteilen? Ich habe keine Ahnung mehr, wie das... Ah! Doppelklick. So, dann sagen wir mal 10 Tränke, die... kriegst du. Ah, du hast jetzt... Okay, du hast jetzt 14. Da wollten wir auf jeden Fall 3 Tränke weitergeben. Geben wir mal 2 Tränke. Naja, du bist voll, oder? Trank der Stärke machen wir mal kurz runter. Dann, Moment, die 2 Tränke kriegst du hierher. So, ja, den Rest, den muss ich mir nochmal anschauen, genau, was wir da machen. Aber wie gesagt, das will ich dann im Dings machen. Das will ich dann eher im, das will ich dann eher in der Pause mal machen, dass ich mal ans Inventar nochmal kurz rangehe. Okay, wir haben hier anscheinend einen Raum und da einen Raum. Gehen wir mal hier rein. Was ist da drin zu finden? Durlaks Stolz. Das hört sich an, wie wenn das so ein Rätsel für diese Dinger hier gewesen wäre, für diese 4 Zwerge hier. What's the story? Fine and dandy. Kann man damit was machen? Durlaks Stolz, dies ist ein Monument zur Erinnerung an den Zwergenhelden Durlak. Es ist ein Schwert, das tief in den Felsen gerammt ist und nicht herausgezogen werden kann. Okay. Wir können da aber was anscheinend mit dem reden, aber wir kommen anscheinend nicht hin. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall was mit diesen Rätseln. Ich denke, eines von diesen Rätseln wird auch der Name Stolz gewesen sein. Die Frage ist jetzt nur, was macht man damit? Ich kann damit reden, aber ich komme nicht hin anscheinend. Tell me. Vielleicht muss man da vorher noch irgendwie was machen, damit man da hinkommt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Fine and dandy. Ja, okay, merken wir uns mal. Also das ist Stolz. So. Also momentan kommen wir da leider noch nicht hin. Dann schauen wir mal diesen Raum an. Beziehungsweise das darfst du mal machen. Aha, wieder Fragezeichen. Wie ein leibhaftiger Gott des Kampfes trat Durlak gegen die Drow an und erschlug Tausende. Fisilitsmäßig war dem mächtigen Durlak nicht gewachsen. Die Zauber des Drachenweibchen konnten ihn nichts anhaben und ihr Atem war für Durlak nichts als eine sanfte Brise. Wir haben also mehrere Sachen, wo wir uns anschauen können. Es begab sich, dass der Held Durlak und sein bewaffneter Mitstreiter Alo Steinklinge bis in die Tiefen der großen Spalte vordrangen. Sie kämpften gegen den furchterregenden Tanari-Arkletek und Durlak erschlug den Körper des Dämons mit einem einzigen Streich seiner Axt.
Danach zwang er den Geist des Monsters in einen verzauberten Dolch. Haben wir sonst noch was? Ja, wir haben sonst noch was. Also das war das hier und dann haben wir noch das hier. Und Durlak zog durch die Trollberge und tötete alle üblen Monster. Und das ist hier was passiert. Ihr habt meine Taten zum Glanz erhoben und mein Schwert leuchtet nun voll Stolz. Ah ja. Okay. Das müsste unter die vier Wächter sein? Nee. Ah. Ah, okay. Wir können es doch anschauen. Alles klar. Es scheint, als ob ich irgendeine Aufgabe erfüllt habe, da ich das Schwert von Durlak zum Leuchten gebracht habe. Sehr schön. Also, die zwei sind miteinander verknüpft. Jetzt ist die Frage, können wir damit auch noch was machen? Können wir da nochmal mitreden? Oder nicht? Schauen wir mal. Also, ich denke, das ist auf jeden Fall einer von diesen vier Aufgaben, die wir da quasi gekriegt haben. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. In der nächsten Folge machen wir weiter. Bis dahin. Tschüss.